Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein ganz, ganz neues Unboxing für dich. Und zwar ist bei mir die Taobox eingetroffen. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen zu erfahren, was sich darin verbirgt, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Die Taobox Rückenwind habe ich kostenfrei zur Verfügung gestellt bekommen von taobox.de, um sie euch einfach mal vorzustellen, weil es ist halt eine etwas andere Box. Die gibt es ohne Abo für 29 Euro. Alle 2 Monate, glaube ich, kommt da eine neue Box raus und da muss man halt schnell sein, weil die ruckzuck ausverkauft sind. Diese Box war jetzt für Januar und Februar, aber die ist echt schon ausverkauft. Dann solltet ihr auf jeden Fall die Augen offen halten und mal in der Infobox vorbeischauen, auf den Link klicken und dann immer mal wieder auf der Homepage vorbeischauen oder auf Instagram Taobox folgen und das verlinke ich euch auch mal in der Infobox. Da wird dann halt auch online gestellt, wenn eine neue Box online kommt. Ne, für 29 Euro ist es auf jeden Fall, so wie ich das gehört habe, ein ziemlicher Schnapp, weil da Produkte drin sind, die halt auch im Onlineshop vertreiben und die einfach einen viel, viel höheren Wert haben als das, was quasi in der Box drin ist. Genau. Ja, Rückenwind, ne? Kann man immer mal gebrauchen. Das hört sich irgendwie auch so ein bisschen an, so ein bisschen nach Leichtigkeit, ein bisschen Unterstützung, ein bisschen Anstoß vielleicht. Und irgendwie bilde ich mir ein, dass diese Box jetzt schon riecht. Taoasis ist eine Marke, die, von Taoasis habe ich die gekriegt. Mensch, was erzähle ich denn hier? Ich sehe hier nur Taobox und denke an Taobox. Box, Box, Box. Ich habe nur Boxen im Kopf. Ja. Ihr kennt mich, das ist hier mein Kanal. Ich unboxe und reviewe unheimlich viele Boxen und zeige euch auch gerne Hauls und Schminkvideos. Zum Beispiel zu diesem Look habe ich auch ein Video geschminkt und ich schweife vom Thema ab. Es gibt übrigens auch eine Verlosung. Guten Morgen. Genau. Und zwar kenne ich Taoasis dadurch, dass ich, ich weiß gar nicht in welcher Abo-Box ich das mal drin hatte. Ich glaube in der Barbara-Box. Kaminfeuer. Das ist einmal hier ein Öl. Und dann war mit dabei in diesem Set dieses Ding. Und hier ist ein Speckstein drin mit einem Stern. Und da mache ich mir immer so ein paar Tropfen von dem Öl drauf. Und das, oh, das ist so ein richtig geiler Raumduft. Also da stelle ich mir gerne ins Schlafzimmer an mein Bett zum Beispiel. Oder ich stelle mir das gerne ins Badezimmer. Ein Schlafzimmer, mein Bett oder mein Badezimmer. Es tut mir leid, wenn ich ein bisschen verpeilt rüberkomme. Es ist nicht meine Absicht, aber ich bin heute vollkommen durch den Wind. Ich habe heute erfahren, dass mein Opa ins Krankenhaus gekommen ist. Deswegen, ich bin ein bisschen heute nicht ganz da. Es tut mir leid. Genau. Ne? Deswegen habe ich mich halt unheimlich gefreut, als ich angeschrieben worden bin von Taoasis, ob ich nicht Bock hätte, die Box Rückenwind einmal auszutesten. Und da habe ich natürlich ja gesagt. Und so, jetzt habe ich schon 3 Minuten gequatscht. Und noch nichts Genaues gemacht. Ne? Auf jeden Fall freue ich mich darauf reinzugucken. Und das machen wir jetzt auch einfach mal. Die kann man so hochklappen. Und dann schaut sie so aus. Und hat ein Seitenpapier und ist hier mit einem Klebe verschlossen. Den mache ich doch mal auf. Und wie gesagt, hier kommt schon ein ziemlich schöner Duft raus. Und hier hast du dann nicht nur Produkte, die sich um Duft drehen, die man hier auch schon direkt sieht und ein Heftchen, wo drin steht, was drin ist, sondern auch so DIY-Ideen und so. Also so ein bisschen Kreativität ausleben. Und das finde ich voll gut. Also, ne? Richtig geil. Also wie gesagt, hier ist das Heftchen, wo wahrscheinlich drin steht, was drin ist. Ne? So ein bisschen Ideen und ja, stehen auch Preise drin. Ja, da stehen auch Preise mit dabei. Geil, da stehen auch Rezepte drin. Brokkolisuppe. Dann ist hier auch noch Massage. Geschichten, Zubereitung. Ach so, Sportler-Massageöl, wie man das sich selber macht. Ach, das ist ja cool, ne? Das finde ich gut. Mein Freund ist jetzt ja mittlerweile Sportler. Dann könnte ich ihm ja das mal einmassieren. Genau, und dann halt die ganzen Produkte da drin. So, jetzt gucken wir mal in die Box. Labarababar. Viel Glück. Das ist ja süß. Ein Bio-Glückskeks. Ach, Quatsch. Steht hier hinten drauf. Das finde ich ja geil. Gucken wir mal, was in dem Glückskeks drin ist. Ich liebe Glückskekse. Ich habe jetzt ja auch eine Glückskeks-Back-Geschichte. Wollte ich auch noch demnächst mal ein Video zu machen. Wie ich das so ausprobiere. Genau, ja, ein ganz klassischer Glückskeks, ne? Es läuft wie geschmiert. Erfolgsphase. 10% Gutscheincode Kleeblatt. Gültig bis 31.03.2020. Aha, guck mal. Ach, das ist ganz nett. Hast du direkt einen 10% Gutscheincode hier für Taoasis. Geil. Ich gönne mir, ne?
Das war doch schon mal ein guter Einstieg, oder? Dann haben wir hier drin, ich wollte gerade sagen, von Tauasis. Es ist eine Tauasis-Box, Claudi. Arnika, Körperöl für die Schönheitspflege und Aromamassage. 50 Milliliter sind hier enthalten. Und das sind dann halt auch die Produkte, die du verwenden kannst, um halt dieses Sportler-Massage, Rücken-Massage-Vieh zu machen. Voll gut. Tauasis Arnika Körperöl ist ein kostbarer Auszug aus dem blühenden Arnika-Kraut. Arnika Körperöl eignet sich bestens zur Pflege von Muskeln und Gelenken. Ideal nach dem Sport. Ich mache jetzt ja nicht so wirklich Sport, aber wenn ich jetzt zum Beispiel oben am Renovieren war, ja, wir renovieren immer noch, aber wir haben zurzeit so eine kleine Durststrecke, wir haben keinen Bock. Oder wenn ich im Sommer draußen im Garten war, kann ich mir das gut vorstellen, das zu verwenden, weil du dann halt wirklich so ein bisschen einfach, du brauchst das einfach. Es tut mir leid, aber man braucht es einfach, weil ich bin echt ein Körperklaus. Hat jetzt so keinen tiefen Geruch, ne? Also keinen großen. Aber das ist ja nicht schlimm, weil wenn du das dann ja auch tatsächlich, oh, das ist eine richtig schöne Glasflasche, ne? Wenn du das dann ja auch mischt, um das zum richtigen Rückenmassage-Gedöns für nach dem Sport an sich zu machen, dann kommen wahrscheinlich noch andere Düfte mit rein. Zum Beispiel, sehe ich hier nämlich gerade, Baldini bei Tauasis Rosmarin. Das ist ein 100% naturreines Aroma aus reinem ätherischen Öl. Rosmarinus officinalis. Zum Würzen und Aromatisieren von Speisen, Getränken und Räumen. Das kannst du sogar essen. Wir haben einen Rosmarinstrauch bei uns im Garten. Strauch ist gut, das wird ganz schön groß, das Ding. Und, ne, das riecht schon krass, wenn ich ihn zum Beispiel schneiden muss oder wenn ich was abschneide fürs Kochen. Ich bin übrigens total ungeschickt im Öffnen von solchen Kindersicherungsviechern. Boah, das riecht voll intensiv. Das riecht nach Saunaaufguss, Leute. Aber voll gut. Und das dann zusammen mit diesem Arnika. Kannst du dir echt was Schönes von machen. Du kannst übrigens in diesem Video diese großartige Schlafmaske von Sephora aus der Limited Edition Frosted Party gewinnen. Fand ich irgendwie passend, ne? Alles, was du dafür tun musst, steht unten in der Infobox drin. So. Und dann kannst du die auch noch mit reinmachen in dieses Körpermassageöl. Grapefruit, das ist dieses hier. Und das ist 100% Naturduft aus kontrolliertem Bioanbau, Citrus Paradisi. Zur besonderen Aromapflege nur verdünnt anwenden. Zum Beispiel 8 bis 10 Tropfen auf 50 ml Tauasis Mandelöl zu wohltuenden Aromamassage. Genau. Also das dann zusammen machen und dann hast du eine wohltuende Aromamassage. Oder da wird mein Freund sich freuen. Wenn der dann hört, was ich hier Feines habe, dann wird er von mir verlangen, dass ich ihn gefühlt jedes Mal nach dem Sport massiere. Also lassen wir ihn alle mal dieses Video nicht sehen. Oha. Nein, ich werde es ihm aber trotzdem sagen, weil ich habe ihn ja lieb, ne? Ja, da mag ich das Rosmarin tatsächlich lieber. Weil ich bin ja nicht so der Fan von zitrischen Düften. Aber ja, vielleicht mein Freund, ne? Es riecht halt wirklich wie so eine Grapefruit. Als würdest du gleich reinbeißen können. Aber das ist nicht zum Verzehr geeignet. Das Rosmarinöl wohl. Ja, gut. Wie viel haben wir eigentlich drin? Jeweils 5 Milliliter, ne? Genau, in denen sind jeweils 5 Milliliter drin. Oh, es ist aufregend. Guck, dann habe ich schon Grapefruit, Rosmarin, Kaminfeuer. Hier geht die Party ab, ich sag euch das. So, als nächstes habe ich hier wieder so ein ganz schweres Ding. Rosen-Bio-Gesichtstonikum. Erfrischend, wohltuend. Das ist jetzt voll meins. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass wir hier auch dekorative Kosmetik oder halt nicht dekorative, dass wir hier pflegende Kosmetik drin haben. Voll gut. Rosen-Bio-Gesichtstonikum. Tauasis Rosen-Gesichtstonikum ist das 100% naturreine Hydrolat, gewonnen aus Rosa Damascena, aus zertifiziertem Bioanbau. Durch die bis zu 20-fache Destillation duftet das Rosentonikum besonders intensiv und enthält viele hautpflegende Inhaltsstoffe. Ich kann das so gut gebrauchen, weil ich habe aktuell so unreine Haut und das Anwendungsspektrum der Rose ist breit gefächert. Ihr Hauptcharakteristikum ist jedoch ihre harmonisierende Wirkung auf die Seele. Absolut. Rose wirkt antidepressiv und nervenstärkend und ist eine wunderbare Essenz zur Pflege der Haut.
Schön, das wusste ich auch nicht. Das ist antidepressiv. Ich meine, gut, ja, du freust dich, wenn du an der Rose riechst, ne? Ideal geeignet als Tonikum nach der Gesichtsreinigung, zum Erfrischen und Beleben nach einem anstrengenden Tag oder einfach zum Genießen. Ich weiß nicht, ich bin jetzt fullface geschminkt, ne? Kann ich mir das einfach drüber machen oder verwischt dann alles? Weiß nicht. Boah, der Sprühnebel ist fein. Brauche ich das gut? Also, ich kenne ja zum Beispiel das Rosens Gesichtswasser. Ne? Das ist ja auch sehr, sehr gut für die Haut und da überlege ich auch aktuell drauf umzusteigen. Also von meinem aktuellen Gesichtswasser weg zu dem Rosens. Das Telefon klingelt mal wieder. Aber ich finde es, ne? Oh, das freut mich gerade so sehr, weil es ist halt auch irgendwie, es riecht besser. Das von Rosens riecht nach quasi Rosen, die du vom Rosenstrauch abgemacht hast und dann halt quasi in den Händen so zerdrückst. Und das hier riecht nach einem richtig frischen Rosenstrauch. Ich mache es mal einfach drüber. Ich glaube, dafür ist es jetzt nicht unbedingt geeignet, aber es riecht so gut. Angenehm. Ich glaube, das kommt jetzt wirklich in meine Daily Routine mit rein. Richtig cool. 50 Milliliter sind hier enthalten. Da freue ich mich drauf. Und drüber. Richtig geil, dass ihr das mit reingepackt habt. Dann ist von Meditao Weihrauchcreme intensiv mit drin. Eine Weihrauchcreme. Ach, du ahnst es nicht. Besänftigende Pflege von Muskeln und Gelenken. Okay. Hätte meine Kollegin jetzt wahrscheinlich heute ganz gut gebrauchen können. Die kam nämlich heute mit Muskelkater zur Arbeit. Okay, die ist halt noch komplett zu. Und wenn die wirklich nach Weihrauch riecht, macht man sich das dann freiwillig irgendwo drauf? Ich weiß nicht, ich mache mal hier oben ab und rieche mal so. Kriege ich jetzt so nichts durch, aber ne, sie ist halt auch noch hier verschlossen. Mache ich jetzt ab, oder? Nee, das mache ich jetzt noch nicht ab. Das muss dann halt geöffnet werden, wenn ich es verwende. Aber es ist ja auch interessant. Feuchtigkeitsspendende Pflegecreme zur besänftigenden Pflege von Muskeln und Gelenken mit Bio-Shea-Butter, welche die Haut sanft schützt. Neben bewährtem Weihrauchöl, ernsthaft Weihrauchöl, ne? Pflegen noch weitere 100% naturreine Bioöle wie Kajeput oder Kajeput, keine Ahnung, und geben der Pflegecreme ihre beruhigende und krampflösende Kraft. Auf Muskeln und Gelenke auftragen und sanft einmassieren. Auch zur Anwendung vor und nach dem Sport. Cool. Das werde ich meinem Freund mal geben. Ich glaube, da wird er sich drüber freuen. Das ist auf jeden Fall eine coole Geschichte. Hoffentlich benutzt er die, dann kann ich euch eine Review geben. So, und dann haben wir hier von Baldini ein Yoga-Duftset. 10 Milliliter Baldini Naturduft inklusive Duftvase aus Holz. Ach was. Das ist ja cool. Dann hast du hier nämlich noch so ein Yoga-Vieh mit dabei. Das kriegt meine Mama safe. Safe kriegt die das. Entweder zum Muttertag von mir oder sie kriegt das zu Ostern. Das weiß ich noch nicht, weil sie macht Yoga. Aber auspacken werde ich es trotzdem vorsichtig mal. Ist das aufregend? Okay, hier hast du erstmal so ein Holzvieh und hier oben steckt ein Stab drin. Ich denke, weiß ich nicht, das ist so ein Stab, ne? Den machst du hier rein. Ah, warte, ich hab's. Genau, dann nimmst du nämlich diesen Yoga-Duft. Stellst diesen Yoga-Duft hier rein, so jetzt mit dem Schuh draus, und dann machst du das auf, steckst den Böffel hier rein und dann kommt der Duft. Mega geil. Und dann hast du das dekorativ irgendwo stehen und hier ist halt in diesem Bömpel, nennen wir es Bömpel, okay, ein Loch drin und da kann sich der Duft entfalten. Aufregend! So, jetzt möchte ich einmal wissen, wie Yoga-Duft riecht. Boah, das riecht voll nach orientalischem Laden. Voll geil. Boah, aber halt auch noch so ein Hauch. Minze ist damit bei, glaube ich. Boah, das riecht voll gut. Oh, das riecht echt gut. 100% Naturduft aus reinem ätherischen Öl mit Grapefruit, Patchouli und Sandelholz. Guck, Patchouli und Sandelholz ist das Interessante. Ja, mega, ne? Und das kannst du natürlich auch zu Aromamassage verdünnt nehmen. Und dann kannst du es ja auch noch in dieses Duftzeit mit reinmachen. Richtig cool, da wird meine Ma sich garantiert freuen. Hi. Vielen Dank, Tauoasis, dass ihr mir hiermit ein Ostergeschenk für meine Ma organisiert habt. Das ist richtig cool. Der inspirierende Baldini-Yoga-Duft schenkt uns Klarheit und Frische mit spritziger Grapefruit und frischem Bio-Salbei. Guck, Salbei war das, was dann noch irgendwie so ein bisschen minzig roch, ne? Eingebettet in sanft blumige Duftnoten geben Patchouli und Sandelholz Ruhe und Standfestigkeit. Holzvase und Holzkugelaufsatz zum Aufstecken und 10 Milliliter Baldini-Yoga-Duft aus 100% naturreinen ätherischen Ölen, der Duft für Aktivität in entspannter Atmosphäre. Da wird die sich hardcore drüber freuen.
Richtig cool. So, eins haben wir hier noch mit drin. Und das sieht schon mal sehr cool aus. Ja, das ist halt wieder so ein klassischer Rucksack, ne? Den wir schon öfters mal gesehen haben. Aber der richtig, richtig special ist. Hä, guck mal, du hast hier oben so eine große Tasche. Und dann hast du hier noch einen Reißverschluss. Das ist ja praktisch, ne? Da hat aber jemand echt mitgedacht. Das ist ein cooles Ding und das ist ein guter Reißverschluss. Das ist ein schöner Beutel. Ich meine, ich sage ja immer gerne Turnbeutel zu sowas, ne? Weil ich als junges Mädchen nun mal sowas als Turnbeutel hatte. Aber der hat definitiv was. Passt jetzt auch gerade voll super zu meinem Streifen-Outfit, ne? Das ist übrigens ein Kleidchen. Ja, ich habe mich sehr schick für euch heute gemacht. Genau. Doch, den mag ich wohl leiden, ne? Kann ich mir auch gut vorstellen, den zu tragen. Ich habe zurzeit ja auch eine Tasche, die ich ja als Rucksack umfunktionieren kann. Und Rucksäcke sind einfach deutlich rückenfreundlicher, als wenn du halt immer nur so eine Henkeltasche hast oder sowas. Deswegen, das finde ich geil. Und dass du hier auch noch dann halt so einen Reißverschluss mit dabei hast, kannst du bestimmt auch andersrum tragen, dass du den Reißverschluss quasi nach innen hast und da dann gegebenenfalls irgendwelche Wertgegenstände oder so mit reinmachen könntest. Vielleicht, weiß ich nicht. Ja, aber doch, ne? Das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr hochwertige Tasche. Die fühlt sich auch echt gut an. Also die fühlt sich so an, als könnte man die auch waschen, wenn da irgendwas mit ist oder so. Das ist so ein richtig, hier so Knoten dran. Das ist so, ja, ist schon hochwertig. Genau, du könntest das hier unten auch noch verstellen, dass du die Träger ein bisschen enger machst, weil du das hier einfach auch so hoch und runter ziehen kannst, dass du diesen Knoten halt auch verlängern kannst, weil diese Metallöse das dann auch entsprechend hält. Da hat man sich was überlegt. Das gefällt mir. Leute, das war die Tao-Box und die hat mir wirklich gut gefallen. Überleg mal, man zahlt theoretisch 29 Euro für diese Box, hat hier aber wirklich coole Produkte drin. Du hast hier nicht nur so Gadgets mit drin, wie jetzt die Tasche und das Yoga-Duftset. Du hast hier auch wirklich Körperpflegeprodukte drin. Das ist richtig geil, das hat mich richtig gefreut und ich freue mich ultra. Vielen, vielen Dank, liebes Team von Tao Oasis, dass ihr mir diese Box habt zukommen lassen. Alto Belli, vielen, vielen, vielen Dank. Ja. Und denkt dran, es gibt in diesem Video diese großartige Schlafmaske zu gewinnen. Alles, was du dafür tun musst, steht unten in der Infobox. Nimm gerne dran teil. Und ja, es ist halt Pinguin. Wenn dir das Video gefallen hat, lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings meiner Abo-Boxen. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Da würde ich mich von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!